Herzlich willkommen zu Laut gegen Nazis, der Podcast. In dieser Folge begrüßen wir die Jungs von Culture Candela, die uns erzählen, was sie politisch so bewegt. Mit den Moderatoren Jörn Menge und Mia Holland. Schönen guten Abend, mein Name ist Jörn Menge von Laut gegen Nazis. Heute ist es mir besonders eine Freude, ein inneres Fest, denn wir begrüßen auch langjährige Unterstützer. Muss ich jetzt eigentlich Unterstützerinnen sagen? Ich sage mal Unterstützerinnen. Und zwar Culture Candela. Schon 2010 riefen sie gemeinsam und 2009, glaube ich, auch schon zu den Nazi, also zu den Gegendemonstrationen, bei den Nazi-Demonstrationen, Nazi-Märschen in Dresden auf. Immer wieder überraschten sie mich vor allem mit immer kleinen oder mit kleinen und großen Statements, wenn wir Kampagnen gefahren haben. Und ich freue mich deshalb, dass ihr da seid. Und ich erinnere mich an das erste Video, wo ihr irgendwie in Braunschweig wart und ihr die Leute aufgefordert hattet, laut gegen Nazis zu skandieren. Deswegen sehr schön, dass ihr da seid. Und ich gebe weiter an Mia, das ist unsere Lieblingsmoderatorin. Und die eröffnet das Gespräch. Wir haben ja viele aktuelle Themen. Auf jeden Fall. Danke, Jörn. Hallo von meiner Seite. Heute sind wir echt viele, denn wir sind insgesamt 6. Wir haben die Jungs von Culture Candela da und es ist so cool. Ihr seid sehr bekannt. Ich brauche nicht fragen, wer ihr seid und ob ihr euch vorstellen könnt. Das machen wir nämlich sonst am Anfang häufig. Aber damit die ZuhörerInnen eure Stimmen zuordnen können, wäre cool, wenn ihr einmal kurz trotzdem euren Namen sagt und vielleicht, was ihr in der Band macht, wie lange ihr dabei seid, dass wir einmal das gesettelt haben, bevor wir ins Gespräch gehen. Tino, vielleicht magst du anfangen. Sehr gerne. Hallöchen erstmal in die Runde. Ich bin DJ Chino, so klingt meine Stimme und die ersten beiden Buchstaben von meinem Namen verraten schon so ein bisschen, was ich in der Band mache. Ich bin der DJ, das heißt, ich bin auf der Bühne und bin sozusagen für die Musik verantwortlich. Schönen guten Tag. Hi, willkommen. Matteo, mach gern weiter. Hi, ich bin Matteo. Mein Beruf in der ist lebende Legende zu sein. Das glaube ich sogar. Die braucht man auf jeden Fall auch. Karten, wo das draufsteht? Geil. Genau. Ich bin seit Anfang an dabei, ich habe die Band mitgegründet und ja, eigentlich sind wir alle seit Anfang an dabei, also mehr oder weniger. Das ist meine Stimme hier. Sehr, sehr schön. Berlinerisch. Wir lieben's. Johnny, jetzt du gern. Oh, ja, ich bin's, Johnny. Johnny Strange, Johannes Strange. Auch einer der vier, wie viel sind wir jetzt mittlerweile? Nein, also ich bin auf jeden Fall auch ein MC und Songwriting und so weiter. Also wir machen irgendwie alle alles so ein bisschen und da bin ich einer von denen sozusagen. Auch mit der eher tieferen Stimme. Mhm. Stimmt. Last but not least. Ja, und hier ist Don Kali. Ich bin auch MC, Songwriter und Entertainer. Und auf dem Weg, eine Legende zu werden wie Matteo. Eiferst du ihm nach, oder? Und nebenbei mache ich auch auf DJ mit Johnny Strange. Und, ja. Nicht schlecht. Und ich bin der spanische Part von der Band. Der spanische Part von der Band. Auch nicht schlecht. Kolumbianisch noch. Der spanischsprachige Part. Cool. Der spanischsprachige. Jungs, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr bei uns im Podcast seid. Ich habe gesehen, ihr feiert nächstes Jahr 20-jähriges Band-Jubiläum und ihr seid auch, wie Jörn zu Beginn ansprach, echt lange schon Unterstützer von unserem Verein. Vielleicht wollen wir einmal ganz kurz diesen Blick zurückwerfen und dann nochmal drauf schauen, wie diese Kooperation zustande gekommen ist, weil ich finde es echt cool, dass ihr so lange kontinuierlich bei uns an der Seite steht. Das ist viel wert und ich glaube, da habt ihr bestimmt noch ein bisschen was zu erzählen. Ich war da ja leider noch nicht Teil des Vereins, aber Jörn kann da ja auch ein bisschen was von berichten. Ich kann mich daran erinnern, dass, wie gesagt, ich irgendwie bei Facebook saß. Das ist ja mein verdammter Job. Ich mag ihn gar nicht. Und irgendwann 2009 bekam ich ein Video von Theresa zugeschickt und ich wusste erst gar nicht, wer Theresa ist, oder 2010. Und dann habe ich euch live in dieser Braunschweiger Halle, ich weiß nicht, ob ihr euch an das Video erinnert, aber es war sehr, sehr cool. Ich glaube, wir hatten auch wirklich so Nazi-Höhepunkte, wie gesagt, die großen Aufmärsche in Dresden, da waren die noch richtig aktiv, so auf der Straße mit ihren damaligen Outfit. Und ich hatte mich tierisch gefreut. Und ich glaube, wir haben auch mit der Amadeo und Toni Stiftung schon mal eine gemeinsame Pressekonferenz veranstaltet. Wir haben uns um diese Themen bemüht und beschäftigt. Und ihr habt auch immer zu allen Kampagnen, wie auch jetzt zur Offensive Bundestagswahl,
dabei, was ich sehr, sehr toll finde. Nochmal für alle Hörerinnen. Hashtag offensive Bundestagswahl, wo ihr auch uns ein wunderbares Video mit einem wunderbaren Inhalt geschickt habt und euer Statement einfach nur großartig ist. Vor allen Dingen, weil ihr es zu dritt gelesen habt. Und ja, ich glaube, man kann Matteo nacheifern. Er hat wirklich den Adolf gemeint. Diese Stimme, genial, sage ich. Und so sind wir zusammengekommen. Und mich interessiert natürlich auch heute noch, warum engagiert ihr euch so für uns? Ja, ich glaube, es war seinerzeit Jolly Joker, ne? In Braunschweig. Ja, ich glaube ja. Aber es war genial, weil dieses Video kam zu mir hingezaubert quasi. Und ich habe irgendwie gar nicht gewusst. Er ist auch noch live. Ja. Das wurde Braunschweig. Genau. Das war auf jeden Fall wichtig. Und da hat alles angefangen. Und ich denke mal, das Thema, es geht ja nicht nur um euch, es geht ja um uns alle. Und genau. Das ist ja, da sind wir ja die ganze Zeit, also es ist leider nicht weniger aktuell geworden. Und deswegen also sind wir auch nicht geneigt, da leise zu werden, sondern wir bleiben laut. Ja, ihr seid ja auch nicht müde, das merken wir wohl und das ist auch gut so. Und ich meine, wir gucken jetzt natürlich zur Bundestagswahl, wir gucken jetzt natürlich in die aktuelle Situation, wir gucken nach Afghanistan, wir gucken uns das Verhalten dieser Menschen in Deutschland und Europa an, weil Afghanistan schockiert mich nicht nur, sondern es ist auch ein Indiz dafür, dass viele, viele rechte Phrasen auch in der Politik angekommen sind. Ne? Ich hab dir bestimmt ist widerlich eigentlich. Ja, die Jungs haben, ihr habt auch was gepostet auf Facebook und Twitter und so. Wir sehen das ja auch, wir folgen euch auch. Es ist spannend, dass ihr auch so viel, so den Mund aufmacht, weil das ja, finde ich, eine sehr, sehr gute Sache ist, aber nicht selbstverständlich auch für MusikerInnen, dass ihr euch dafür, also dass ihr euch so stark macht und politisch so viele Statements verfasst, über die wir ja auch jetzt gerade hier sprechen und auch noch sprechen wollen. Weil Afghanistan ist ja, ja, und ich glaube, du wolltest da gerade anfangen mit dem Thema. Na, ich wollte nur kurz einhaken, ja. Afghanistan, weil es brandaktuell ist und ich nicht nur schockiert bin, sondern für mich ist es halt, und ich weiß nicht, ob ihr mir das jetzt nachtragt, wenn ich da jetzt ein bisschen länger kurz ausführe, aber für mich ist es tatsächlich so, dass dieser Rassismus, den wir in Europa und in der Welt, in den Industrienationen erleben, jetzt ausgeprägt auch zu sehen ist. Also wenn man dann eben halt so Kanzlerkandidatinnen hört wie Laschet, der sagt so, wir wollen keine Wiederholung von 2015 und so. Das zeigt ja auch, mit welcher Perversion wir inzwischen Politik machen. Und was ich wirklich dann einfach nur noch ekelhaft finde, ist so, man lässt die Menschen dort hängen. Man überlässt denen ihrem Schicksal. Und deswegen bin ich jetzt mal ein bisschen empört. Und dazu nutze ich jetzt mal den eigenen Podcast. Und schaue zu, wie die möglicherweise dort verrecken. Man sieht Menschen, die an Flugzeugen hängen, auf Häuserdächer fliegen und die Bild-Zeitung, jetzt habe ich die auch noch genannt, aber die große Blödzeitung berichtet über diese Geschichten mit tollen Fotos, sodass alle sich nochmal daran ergeifern können. Und was wir hier natürlich merken, und das ist auch unser Thema letztendlich, und das beschäftigt mich, das habe ich heute auch gepostet, weil ich und gestern auch schon, das fällt genauso in die Richtung AfD. Die finden das richtig toll. Sie können jetzt von der Festung Europa sprechen. Ja, niemanden hierher lassen. Und dass diese Zivilgesellschaft in den westlichen Nationen, in Deutschland, in Europa, in Amerika, das mitträgt, ist ein Zeichen dafür, dass irgendwas ganz schön krank in den Köpfen der Zivilgesellschaft ist. So finde ich. Und das war nur mal eben kurz für Afghanistan eingehakt, so rein politisch und auch mal eine Auffassung, die ich einfach mal raushauen muss, weil ich auch wütend bin, wenn ich diese Leute sehe. Und wenn ich denke so, weißt du, alle machen weiter, abgesehen davon, dass wir, das ist ja auch ein Thema, was ihr, Kajsa Candela, auch schon mal mit uns beackert habt, glaube ich, Flucht, ja. Also im Mittelmeer sterben Menschen und wissentlich gucken wir jetzt zu, dass wieder eine neue Fluchtwelle und nicht nur in Afghanistan. Wir haben weltweit fast 70 Millionen fliehende Menschen. Und wir tun so, als ginge es uns nichts an. Und Hauptsache, wir sehen sie auch nach
absaufen. So, und das finde ich halt wirklich pervers und passt eigentlich auch zu allen Sendungen, zu allen Kampagnen, zu allen Dingen, die wir jetzt auch gerade gemacht haben. Und deswegen ist auch nochmal die Bundestagswahl wichtig. Und ich sage ganz ehrlich, ich weiß wirklich nicht, wen ich wählen soll im Moment, weil es ist skandalös, finde ich, auch jetzt, wo es sichtbarer wird, diese Afghanistan-Geschichte, wie mit solchen Themen umgegangen wird. Was sagt ihr dazu? Also ich bin schockiert, wie sich der Armin Laschet gerade selbst demontiert, in meinen Augen. Ich muss da ein bisschen dazu ausholen. Wir waren vor einigen Jahren eingeladen im sogenannten NRW-Haus in dem Botschaftsviertel, haben ja auch die Landesvertretung sowas wie Botschaften in Berlin. Und wir waren dort eingeladen zu einer richtig guten Sache vor einigen Jahren, zu einem Integrationspreis, also quasi Bürger, die vor Jahren als Geflüchtete hergekommen sind, die eine Suche angelegt haben und eine steile Karriere. Und diese Menschen wurden dort ausgezeichnet und da waren wirklich auch richtig, richtig tolle Gäste geladen. Wir waren auch dabei und das war, wie gesagt, vor einigen Jahren, da war die aktuelle Bundestagswahl noch entfernt. Und da hat der Armin Laschet, der davor gar nicht so auf meinem Radar war, sehr, 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 sehr gute Laudatios gehalten auf diese Menschen, die ein integriertes Leben gelebt haben in Deutschland. Und diese einzelnen Personen kamen da auch zu Wort und so. Und es war richtig krass. Die haben super schnell Deutsch gelernt, haben richtig gute Schulabschlüsse gehabt und kamen aus allen Ecken der Welt. Und ich dachte mir so, das ist der Ministerpräsident von NRW, der kann aber richtig gut sprechen. Also der ist richtig rhetorisch begabt und das, was er gesagt hat, hat mich emotional auch berührt. Also ich hatte gedacht, krass, ich nehme ihm das ab. Also ich finde es cool, der ist zwar bei der CDU, die ich niemals wählen würde, also nach wie vor nicht, aber der ist kein Arschloch, so. Fast forward, paar Jahre weiter. Und jetzt kommen wir zu dieser Situation, wo dann diese Legende, die von den Rechten gestrickt wird, Angela Merkel habe 2015 die Grenzen aufgemacht. Mhm. Das darf sich nicht wiederholen. Das ist ja eine rechtsradikale Legende, wenn du so willst, weil die Grenzen wurden ja von Angela Merkel nie aufgemacht. Das ist ja etwas, was sich die ganze Zeit so fortsetzt als Lüge, weil wir in einem grenzenlosen Europa gelebt haben bis dato und die Grenzen offen waren. Die hat die vielleicht von der Autobahn runtergeholt, aber die hat nicht die Grenzen aufgemacht. Genau. Das ist etwas, was mich halt richtig krass nervt, weil ich bin halt aufgewachsen in dem Glauben an ein Europa ohne Grenzen, ohne Grenzkontrollen, in einer EU mit einheitlicher Währung und mit Reisefreiheit und so weiter und so fort. Ich habe diesen Gedanken auch als Geflüchteter aus einem menschenfeindlichen System, aus dem Kommunismus damals in Polen nach West-Berlin, habe ich diesen Gedanken aufgesogen und ihn auch gelebt und immer weiter verbreitet und fand es halt herrlich, diesen europäischen Gedanken. Und jetzt zu sehen, wie Armin Laschet, wo ich eigentlich froh war, dass er sich gegen Merz und Söder durchgesetzt hat, wo ich so dachte, okay, da hatte ich noch diesen empathischen Menschen von diesem Integrationspreis im NRW-Haus im Kopf. Und jetzt auf einmal lässt er wirklich kein Fettnäpfchen aus und demontiert sich irgendwie selbst. Und das ist einfach, also es schockiert mich. Und ja, bei dem Wahlkampf bin ich so ein bisschen auf deiner Seite. Also mein Motto ist ja immer, den kleinsten Haufen Scheiße wählen. Das werde ich auch dieses Mal tun. Es wird nicht die CDU sein. Ich finde es auch zum Beispiel katastrophal, wie man möge von ihr halten, was man will. Auch meinetwegen sympathiemäßig, ob sie da auch so ein bisschen ins Fettnäpfchen trippt, aber wie zum Beispiel die Kandidatin von den Grünen, wie die demontiert wird, einfach nur, weil sie eine Frau ist, finde ich unter aller Sau. Also das ist, also der Wahlkampf auf jeden Fall so inhaltslos er zurzeit ist in Deutschland, so geschmacklos finde ich die ganze Sache auch. Na, ich würde gerne was zu der Geschichte mit Afghanistan und die Haltung von Europa. Also ich finde jetzt, unabhängig vom Wahlkampf hin oder her, ich bin in Kolumbien geboren und ich habe meine erste Schuljahre in Kolumbien erlebt.
Und das heißt, in der Schule in Kolumbien lernst du über die Inquisition und was alles geschehen ist. Und man lernt von Kindern, wie Europa sich gegenüber Amerika, Südamerika verhalten hat. Und ich glaube, das Problem führt wirklich viele hunderte von Jahren zurück. Was gerade wir haben, ist so der Höhepunkt. Und ich muss sagen, als ich gestern das gesehen habe, ich war wirklich schockiert. Und es war für mich wie so, also so eine Bestätigung, wie unverantwortlich Europa handelt. Also Europa, nicht nur Deutschland, sondern Spanien, diese ganzen Länder. Die gehen in Länder rein, auch wie früher, machen, was sie wollen, verkaufen ihre Waffen, holen sich, was sie wollen. Und wenn sie genug haben von der Person, dann gehen sie einfach. Und dann interessiert nicht, was mit dem passiert. Und diese Haltung, also das ist genauso wie früher in der Inquisition, ist genau das Gleiche. Die gehen hin, machen, nehmen sie, was sie wollen. Und danach gehen sie nach Hause und verschließen die Türen. Ja, wir leben im Jahr 2021 und es kann einfach nicht sein, dass es überhaupt noch Grenzen gibt, dass wir über Grenzen reden. Wir haben eine Welt und die Welt steht kurz vor dem Tod. Unsere Welt stirbt gerade, wir haben kaum Wasser und man sieht es in alle Seiten, also die Konzerne. Es ist unglaublich, wie die Welt gerade ausgebeutet ist. Wir haben eine Klimakatastrophe. Jeder weiß, wir haben Mikroplastikprobleme und die produzieren weiter. Und das ist wirklich, ich muss sagen, ich weiß, dass Kolumbien das nicht macht. Ich weiß, dass Kolumbien immer noch ein Opfer ist von der Kolonialisation. Es wird immer noch ausgebeutet und es sind genau die gleichen Muster. Also das, was in Afghanistan passiert, das passiert in dieser Welt überall, gerade zur gleichen Zeit. Und das sind immer die gleichen Akteure, die sich verstecken. Die sagen, es ist Amerika, USA, aber das kaufe ich auch nicht ab, weil das ist nicht USA. USA ist USA, die Abstammung von USA sind indigene Völker, die ausgerottet wurden. Und da gibt es große Landbesitzer wie Trump, die Abstammung von Europa sind. Deutscher sogar. Deutscher, ja, aber das meine ich ja. Das sind ganz andere Schauspieler, die verstecken sich, also Europa versteckt sich hinter dem Namen USA. Dort ist deren Versuchslabor und die nutzen die Bevölkerung da, um sich die Hände zu waschen. Ja, aber im Endeffekt, diese ganzen Ideen, diese ganzen Kriege, die werden geführt von Europäer Abstamm. Ja, und ich muss sagen, als ich das gestern gesehen habe, ich habe wirklich kurz Angst bekommen, weil ich habe mich wirklich, ich habe mich kurz in diese Menschen hineingesetzt. Ich habe versucht, so weit wie möglich, Mann, okay, ich wäre jetzt da und ich bin jetzt, sagen wir hier, aus Afghanistan gekommen, weil die Deutschen mich damals gerettet haben, aber ich habe meine Familie da gelassen. Und von hier, von Deutschland, bringe ich meine Familie dazu, die Deutschen dort zu helfen, um das zu tun. Ja? Aber ich bin trotzdem hier, also ein Teil der Familie ist in Deutschland, die andere ist dort. Und jetzt schau dir die Bilder an. Auf einmal steht die Familie kurz vor dem Tod, umlagert von den Taliban. Die Deutschen wurden im Juni von den Grünen, haben die Grünen schon gesagt, die Leute müssen rausgeholt werden von Afghanistan. Die Taliban stehen vor der Tür. Und Deutschland hat es ignoriert. Die haben es knallhart ignoriert. Ja. Und das ist für mich nicht nur das. Ich habe vorhin im Radio gehört, die eigenen deutschen Soldaten stehen gerade da. Die konnten gestern nur 7 Leute rausfliegen, das weil die Taliban peinlich. Alles ja. gesperrt haben. Mhm. Da stehen hunderte von deutschen Soldaten, die kurz vor dem Tod stehen. Die sind umlagert. Und ich finde, das ist wirklich, es ist egal, ob Politik oder nicht Politik. Die Deutschland und Europa entzieht sich gerade, ja, der Verantwortung. Die tun so, als könnten wir nichts dafür, aber die haben diese ganzen Schlamassel gebaut. Auf und zwar nicht Fall. Nur da, sondern in der ganzen Welt. Und es reicht langsam. Es reicht. Es kann nicht so weitergehen. Naja, und das finde ich sehr, sehr cool, gerade, was du alles zusammengefasst hast, weil ich sehe da auch viel Wahrheiten drin, weil nämlich auch tatsächlich Kolonialzeiten, Kreuzzüge unter dem Banner des Christentums, Missionare, die die Welt missionieren wollten und natürlich auch in die Völker tatsächlich auch ausgemerzt quasi. Wo sich auch nicht nur in Amerika schon so. Und es zieht sich so durch. Und ich habe gestern gepostet, dass ich das so super arrogant finde, was wir hier machen. Also auch Laschet mit seinen Aussagen. Einfach nur arrogant. Wir stehen immer noch hier und alle tragen das mit, weil es unserem Arsch nämlich gottverdammt gut geht. Das haben wir auch immer, wenn wir das Thema Flucht in der Sendung hatten, gesagt. Wir sitzen hier auf unserem Arsch, sagen so, hey, wir sind privilegiert, wir gucken zu. Und genau das ist das, was der Wohlstand für uns nämlich ausmacht. Und ich fand, du hast eben so geile Sachen zwischendurch gesagt. So aus dem, ne? Die Welt geht kaputt, wir gucken zu.
Ne? Also auch die Ich kann dir nur sagen, ich als Kolumbianer, ich lebe in Deutschland als Kolumbianer, alleine die Bevölkerung, viel der kritische Bevölkerung, die hier steht, die Kokain konsumieren jeden Tag und sich aber für den Frieden einsetzen und mit dieser Hipster-Heuchlerei wirklich, das ist unerträglich. Mhm. Kolumbien wird zerstört Tag für Tag, die Natur wird zerstört. Das ist, ohne diese ganzen Chemikalien aus Deutschland, gäbe es das Ganze nicht. Mhm. Ja, und das meine ich. Und wenn du in den Nachrichten hörst, ist immer Kolumbien exportiert Kokain, Kolumbien ist schuld an hier, Kolumbien, nein. Das ist nicht die Realität. Der Konsument macht es dazu. Richtig. Und das sind wir. Und die Leute sind in Deutschland nicht bereit zu verzichten. Die sind nicht bereit, auf ihre scheiß BMWs zu verzichten. Die sind nicht bereit, auf ihre ganzen Konsumstrategien, sondern die reden immer und sagen, ey, wir wollen hier was Gutes tun und wir tun. Aber guck mal, was sie persönlich wirklich tun. Und das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Deswegen darf man ja auch eine gewisse Geschichte, finde ich, skeptisch betrachten. Jetzt gehen ja alle auf Elektroautos, auf Elektro, was weiß ich, alles Elektro. Wir brauchen Lithium, Kobalt. Und in Chile zum Beispiel trocknet ein See aus, weil wir es da fördern, damit es uns scheiß gut geht. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich bin natürlich, wir sind ja nicht nur laut gegen Nazis, sondern wir versuchen ja auch Menschenrechte zu vertreten. Und Menschenrechte werden heutzutage mehr mit Füßen getreten, als wir glauben. Also man merkt es echt sehr deutlich, dass ihr in diesen politischen Themen wirklich drin seid. Weil was ich gesehen habe, wenn man euch mal so bei Social Media, egal welche Plattform, aufsucht, dass ihr ja diese Tweets und Posts verfasst für Toleranz, für Gleichberechtigung, für Diversität und euch auch über aktuelle Themen, wie jetzt gerade Afghanistan, da auch wirklich deutlich macht, genau das, was eure Meinung ist. So wie man es halt auf Social Media mit einem kurzen Post machen kann. Und ich sehe, dass eigentlich in jedem Tweet euch vorgeworfen wird, dass das ja nur Gerede ist, dass ihr euch gar nicht wirklich damit auseinandersetzt, dass ihr gar nicht wirklich was dafür tut. Ich finde, also auch wenn bisher nur zwei Statements kamen, finde ich, kann man da sehr, sehr deutlich, konnte man gerade spüren, dass ihr euch viel tiefer mit den Themen beschäftigt und da auch richtig drin seid. Ist es denn so, dass ihr in der Band da immer auf einen Nenner kommt, dass es auch mit allen abgesegnet ist, was da gepostet wird? Seid ihr da politisch irgendwie so in einer Richtung unterwegs? Ist das, funktioniert das? Ja, ich würde sagen, dass wir so in der Grundhaltung, dass wir so in den wichtigen, großen Themen halt alle eine ziemlich deckungsgleiche oder ähnliche Meinung haben. Klar, bei manchen Formulierungen sind wir nicht vielleicht alle immer auf der gleichen Seite so, aber insgesamt haben wir so einen sehr, sehr, einen sich sehr überschneidenden Grundkanon an Werten, so was in der Band ist. Und das haben wir auch wirklich tatsächlich schon, es ist total niedlich eigentlich, aber das haben wir schon quasi bei der Gründung festgelegt. Wir haben da wirklich offensiv drüber gesprochen, schon als wir damals die Idee hatten, eine Band zu gründen, dass wir ein paar Werte formulieren, die wir für ähnlich wie so ein Grundgesetz, die wir für gültig halten und die wir auch nicht, finde ich, verhandelbar halten, so die sozusagen einprogrammiert sind in unsere Band-DNA. Und auch, muss man sagen, mit dem zunehmenden Erfolg dann über die Jahre hinweg hat sich das nicht geändert. Also im Gegenteil, wir haben dann auch uns daran erinnert und immer auch daran festgehalten, auch sehr häufig unter Kritik von außen uns zu äußern und zu positionieren, auch wenn es manchmal ein echt schmaler Grat ist, über den man da wandern muss. Aber wir halten daran fest, auch wenn uns, klar, wir kriegen da natürlich immer auch Hate für, auch gerade Social Media, da halten die Leute ja nicht, da merkt, da geht es sehr schnell. Und der Lieblingsvorwurf ist sowieso immer, alle, ihr seid eine Popband, haltet mal gefälligst die Fresse, wenn die Leute irgendwie über Sachen diskutieren, davon versteht ihr nichts, aber also darüber können wir höchstens lachen, beziehungsweise ja eigentlich stachelt uns das an, das noch höher sozusagen zu bewerten oder noch mehr Gas an der Front zu geben, weil wir das einfach so wichtig halten. Wir sind unabhängig davon, was wir musikalisch sozusagen machen, weil sind wir natürlich alle politisch interessiert und haben Meinungen und wollen die natürlich auch teilen. Ja, wir sind allerdings, noch hinzuzufügen, jetzt auch schon aus verschiedenen Richtungen. Also wir sind, das glaube ich, was auch unsere Band auszeichnet, anders als viele andere Bands oder würde ich sagen, die meisten Bands, die, sag ich mal, sehr homogen sind, sind wir schon sehr eine heterogene Masse. Das heißt, wir haben wirklich sehr verschiedene politische Einströmungen und auch Ansichten oft. Aber wir schaffen es irgendwie, auf den Nenner zu kommen, beziehungsweise dieses größte gemeinsame Nenner zu suchen. Und wir haben auf jeden Fall, glaube ich, darin liegt auch die Stärke so ein bisschen. Auch, dass man sich konfrontiert, dass man sozusagen die Konfrontation eingeht und auch die Diskussion auch nicht scheut.
und die Themen auch anspricht, um auch wirklich dann vielleicht auch zu einer Lösung zu kommen, weil man kommt nur an eine Lösung, wenn man auch sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und wenn man es versucht zu vermeiden und so weiter oder nicht drüber redet, dann kommt man auch nicht weiter. Und es ist oft ein sehr produktiver Prozess, der jetzt nicht immer leicht ist, sage ich schon mal. Aber ich finde es nach wie vor sehr interessant und irgendwo hängt dieses Candela, also dieses Feuer, dieser, das heißt ja Culture Candela, also verschiedene Kulturen und ein Feuer, was sich daraus ergibt, entsteht auch durch diese Reibung, durch diese Energie, die dadurch freigesetzt wird, dass verschiedene Ansichten aufeinanderprallen und man versucht trotzdem am Ende was Positives draus zu ziehen. Und das funktioniert meistens sehr gut. Aber natürlich nicht immer. Es gibt natürlich auch andere. Ist es denn so, muss man sich das auch so vorstellen, dass ihr in der Band einfach auch viel politisch diskutiert? Auf jeden Fall gerne. Wir sind ja viel unterwegs zusammen. Cool. Man macht ja nicht nur Mucke, sondern man ist ja auch auf Tour und wir diskutieren auf jeden Fall gern. Und es macht auch Spaß. Auch, ich finde zum Beispiel, ich liebe diskutieren. Es geht nicht darum zu gewinnen, sondern auch wenn man mal vielleicht eine Diskussion verliert, dann lernt man. Aber und das finde ich aber sehr wichtig, dass man diskutiert nicht um zu gewinnen, sondern um zu lernen. Ja, aber wir diskutieren schon alle in einer Richtung. Ja, das ist ja nicht so, dass jetzt hier einer Facho ist und die anderen nicht und wir diskutieren um zu überreden, sondern wir sind, also das ist, was Chino meinte, wir haben alle schon diese Grundprinzipien, haben wir alle, ja, wo wir zum Beispiel uns alle sehr bewusst ist, dass alle Menschen gleich sind in dieser Welt, ja. Wo, wenn du hier in Berlin unterwegs bist, es gibt Leute, die wirklich denken, dass es Unterschiede gibt, ja, dass manche Menschen unterwertig sind und sowas. Es ist eigentlich schon schrecklich, dass man sich auf den gemeinsamen Nenner, alle Menschen sind gleich, einigen muss, ne? Also so in der heutigen Zeit, so ist es leider, ja. Du hast absolut recht. Es ist eine Realität. Ja. Du hast damit zu kämpfen, dass es Leute gibt, die wirklich andere für unterwertig handeln oder sowas. Ja. Das gibt es in dieser Gesellschaft. Ne? Und ja, aber das ist ja bei uns nicht so der Fall, sondern wir diskutieren schon in positive Richtung. Sehr konstruktiv eigentlich, ja, weil, so wie John meinte, der Austausch ist sehr wichtig. Eigentlich passt da gerade ein relativ gutes Thema dazu, aber Jörn wollte einfach abschließen. Ich wollte nur sagen, das ist für mich, was ihr da gerade vorgestellt habt in eurer eigenen Diskussion und dann Konsens finden, gemeinsam aufzutreten, die gleiche Auffassung auch zu vertreten. Wisst ihr, was ihr macht? Ihr lebt ja richtige Demokratie. das ist genial. Ist das schön? Das ist schwierig. Das ist eine Wahrheit und die ist wirklich, wir leiden oft, glaube ich. Jeder von uns hatte schon mal richtig Leidgefühl. Also wo er stecken musste und sagen musste, okay, ich muss jetzt zurück, ist halt so. Mhm. Ich kämpfe auch manchmal gerne oder so, aber oder bring die Reibung, aber ich akzeptiere auch halt, sage, hey, ist halt die Mehrheit, dann okay, dann muss ich halt meinen Mund halten, ja. Und das ist das Leben. Das muss man wirklich lernen, den Mund auch mal zu halten, zu sagen, okay, jetzt muss ich halt den Mund halten. Ja, oder auch mal Einsicht zeigen und sagen, so, hey, pass auf, das Argument, was du jetzt gerade mir vorlegst, das überzeugt mich. Das können ja die wenigsten. Ja, aber auch wenn er dich nicht überzeugt, aber die Mehrheit, das ist ja das Schlimme noch, es überzeugt mich nicht, aber die Mehrheit will das. Und ich muss akzeptieren, weil ja, was soll ich machen? So ist das in der Demokratie, Und das muss man lernen. Ja, da hast du recht. Es ist eigentlich sehr interessant, weil was John sagte, das stimmt natürlich auch über uns. Wir sind 4 Leute mittlerweile in der Band und wir sind alle recht unterschiedlich. Wir haben sehr, sehr unterschiedliche Biografien, unterschiedliche Ansichten etc. Aber trotzdem ist es nicht so, dass man jetzt so denkt, rein mehrheitsmäßig bei 4 Leuten ist es immer easy, so 2 gegen 2 oder immer die gleichen, die sich. Also es gibt die unterschiedlichsten Konstellationen, die entstehen können in unterschiedlichen Themen. Es ist sehr interessant auch zu beobachten, dass sich da auch so ein ganz dynamischer Prozess abspielt gelegentlich. Also es ist auf jeden Fall, man weiß nicht, was man auch mit 4 Menschen schon allein für Demokratie leben kann. Das ist wirklich sehr, sehr überraschend zum Teil. Sehr spannend. Also ausgehend von diesem kleinsten gemeinsamen Nenner, wie ihr ihn nennt, gehe ich mal davon aus, dass ihr auch eure Konsequenzen zieht, wenn Grenzen überschritten werden. Und da haben wir ein Thema, was wir ansprechen wollen, wo wir euch zu fragen möchten. Wir sind ja ein Hamburger Verein und wir haben ja die Dinge, die so in Hamburg passieren, auch auf dem Schirm. Und zu Beginn des Jahres, im Frühjahr irgendwann, habt ihr ein Statement verfasst, das sich gegen 2 Hamburger Clubs gerichtet hat, dass ihr dort nicht mehr spielen wollt, weil diese Clubs auf der Reeperbahn entsprechende Statements
eine Plattform an ihren Hauswänden, an ihren Clubwänden gegeben haben, die ihr nicht unterstützt. Jörn, möchte das kurz gleich noch ergänzen, aber wir wollten euch eigentlich nur mal fragen, hey, was steckt ihr dahinter? Wie sieht das aus? Hat sich da was entwickelt? Warum habt ihr das so entschieden? Das finden wir ganz spannend. Übrigens zwei Clubs, die wir auch benennen können, also Große Freiheit und Dogs, das waren die größten und genialsten Live-Clubs, kann man wirklich so sagen, weil wir haben, also, ja, das heißt größten, aber so Kapazitäten bis 1500 Menschen, also optimale Bedingungen, um dort Konzerte zu veranstalten. Die Antwort überlasse ich euch. Und das sind zwei Clubs, in denen ich sogar 8 Jahre gearbeitet habe für die Pressearbeit und so. Und ich war ja auch schockiert, als ich das denn las, diese Plakate, die da hingen. Aber das überlasse ich euch jetzt. Warum? Erinnert ihr euch? was war da los? Ganz kurz einleiten kann ich ja vielleicht gut sagen, dass wir diese beiden Läden auch sehr gut kennen, weil wir in beiden schon sehr viele Konzerte und sehr geile Abende gehabt haben. Es ist auch, also ich würde das Wort gleich gerne abgeben, aber ich kann vorweg sagen, dass es uns nicht leicht gefallen ist, da eine auch Bandmeinung sofort zu finden. Wir mussten tatsächlich darüber auch debattieren. Aber also ich weiß gar nicht, ich will nicht vorweg, aber vielleicht will jemand anders antworten. Also, ich komme mir so demokratisch, diplomatisch vor heute. Normalerweise habe ich die radikalsten Ansichten in der Band. Mhm. Beziehungsweise ich habe nicht die radikalsten Ansichten, sondern ich äußere... Radikale Formulierungen. Ich formuliere sie am deutlichsten, weil ich am wenigsten Angst vor Backlash habe, vor Shitstorm. Mhm. Ich habe halt gewisse Überzeugungen, einen gewissen moralischen Kompass und ich glaube auch, dass wir den größtenteils auch teilen. Mit den Clubs ist das tatsächlich eine Tragödie, weil das für den auch ein großer Verlust ist für den Hamburger Kulturbetrieb. Wir haben in beiden Läden Docs und Große Freiheit schon mehrmals gespielt in unserer Karriere und sind tatsächlich eingefleischte, alteingesessene Größen der Hamburger Kultur- und Clubszene sind, wie du gesagt hast, ja ordentliche Größen von der Kapazität her, um die 1500 Leute. Das heißt, wenn die jetzt erstmal auch nicht bespielt werden von 99% aller Acts, die hier in Deutschland touren, dann ist das natürlich ein herber Verlust, weil es gibt halt Clubs, die sind kleiner und es gibt Läden, die sind deutlich größer. Und dass zwei Clubs in diesem Segment wegfallen, ist natürlich ein herber Verlust für die Hamburger Veranstaltungs- und Kulturszene. Das dazu. Uns wurde herangetragen von der Booking-Agentur. Ehrlich gesagt haben wir das gar nicht erstmal selber mitgeschnitten, weil es wurde so Facebook und irgendwo wurde so vereinzelt so 2, 3, 4, 5 Kommentare von Leuten geschrieben, die aus dem Zusammenhang raus waren, unter anderen Posts, wo die meinten, was sagt ihr eigentlich zu den Docs, was sagt ihr eigentlich zur großen Freiheit? Und ich wusste ehrlich gesagt erstmal gar nicht, was gemeint ist. Mhm. Dann wurde von einer Booking-Agentur an uns herangetragen. Und wenn das an uns herangetragen wird, die sind ja im Vergleich jetzt zu uns, sind die ja ultradiplomatisch. Das heißt, wenn die an uns etwas rantragen, so hey, guck mal, hier stimmt was nicht, so dann muss man sich das schon anhören und durchlesen. Und dann gab es halt, wie gesagt, diese, wo man auch nochmal unterscheiden muss, diesen Anschlag, also mit Anschlag meine ich nicht Bombenangriff oder Terrorangriff, sondern diese Plakatierung vor den Locations. Und da waren ja von Schwurbler, Verschwörungstheorien, Querdenkertum über relevante Kritik, die man auch äußern darf an Corona-Maßnahmen, bis hin zu halt antisemitischen Verschwörungstheorien, war da halt alles vertreten. Und das ist halt so eine Grenze. Ja, wir haben uns dann mit der Booking-Agentur abgesprochen und mit anderen Booking-Agenturen Deutschlands. Auch die haben sich sozusagen auch connected per Telefonschalte, also Zoom-Call und so. Und haben dann gesagt, wir verfassen jetzt einen Text und setzen dem Betreibern, es sind ja der gleiche Besitzer, die Docs und die Große Freiheit. Leider schon sehr lange, ja. Genau, wir setzen denen ein Ultimatum und schicken denen den Text und die können sich bis dann und dann dazu äußern und auch gerne distanzieren. Das habt ihr im Privaten gemacht, ne? Das habt ihr ja erstmal nicht öffentlich gemacht, oder? Das Ultimatum? Ja. Genau, und dann haben die darauf geantwortet, dass auf gar keinen Fall sich davon distanzieren werden. Und somit war erstmal für uns intern klar, dass wir da uns auf jeden Fall drüber Gedanken machen müssen, dass wir da wahrscheinlich nicht auftreten werden. Und dann haben wir da halt uns abgesprochen, auch eine Pressemitteilung auch über die Booking-Agentur verfasst,
die im Wortlaut ungefähr so war wie unser Post. Und wir haben halt gesagt, dass die ganzen Bands, die bei den anderen Booking-Agenturen sind, die zumindest aus Deutschland kommen, die dort auch nicht mehr auftreten werden, weil halt eben diese eine Grenze überschritten war, diese antisemitischen Verschwörungstheorien. Jetzt muss ich noch weiter ausholen. Mach mal. Wie gesagt, wenn jemand irgendwie keinen Bock hat, sich zu impfen zu lassen, mein Gott, dann, ich persönlich denke dann auf jeden Fall, ja, ist ein bisschen hier so. Irrational einfach. Kann jeder machen, wie er will. Wenn jetzt jemand irgendwie die Corona-Maßnahmen, wenn ihm das zu viel ist und so und er relevante Argumente hat, kann er auch machen. Aber wenn man jetzt versucht, eine Verbindung herzustellen zu einer weltweiten jüdischen Verschwörung und zu den gängigen antisemitischen Stereotypen, die in vielen Kreisen kursieren, so, dann ist für uns auf jeden Fall, das ist nicht verhandelbar, wenn sich jemand davon nicht distanzieren will. Und jetzt schlage ich noch einen weiteren Bogen zu Ken Jebsen. Ken Jebsen kennen wir schon sehr, 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 sehr lange. Das war einer der ersten Radiomoderatoren, die uns interviewt haben am Anfang unserer Karriere. Und wir fanden den damals schon, also ein bisschen crazy, aber schon sehr unterhaltsam und verrückt und vor allen Dingen auch intelligent. Mhm. Das Problem ist, dass er sich halt in den letzten Jahren tatsächlich, also vor unseren Augen, vor unseren aller Augen, zum führenden Antisemiten hat in Deutschland. Egal, ob er da jetzt wirklich richtig hasserfüllt von überzeugt ist oder ob er das nur aus Geltungsdrang macht. Ich bin da immer nicht so ganz überzeugt, weil ich ihn tatsächlich auch öfter auf der Straße treffe in Berlin und er mich auch grüßt und so weiter und so fort. Und ich nach wie vor überzeugt bin, dass er ein intelligenter Mensch ist. Nichtsdestotrotz hat er irgendwie offensichtlich nicht alle Tassen im Schrank. Und die Sachen, die er sagt, aus welchen Gründen er sie auch immer sagt, die sind auf jeden Fall unter aller Sau. Und wenn halt dort gerechtfertigt wird, dass Ken Jebsen zum Beispiel, also in Docs und Große Freiheit meine ich, wenn da gerechtfertigt wird, dass Ken Jebsen eine der einzigen freien und richtigen Informationsquellen in Deutschland sind, dann ist es auf jeden Fall für uns ein No-Go. Und dann haben wir gesagt, hey, wir hoffen natürlich auf die Hamburger Fans, die uns seit Tag 1 supporten, die uns damals die ersten Auftritte außerhalb von Berlin beschert haben. Wir hoffen darauf, dass unsere Community so bunt ist wie wir und so auch also tolerant und sich für die gleichen moralischen Werte einsetzt. Und dann haben wir gesagt, dass wir unser Konzert halt verlegen und dort auch, halt auch jetzt erstmal nicht auftreten werden, solange diese Besitzer den Laden betreiben. Und ja, das ist so ziemlich die ausführlichste Darstellung dieser Geschichte. Was für ein Feedback habt ihr bekommen? Also wir haben es ja auch in Support geteilt, gepostet, aber es muss ja nicht so sein, dass das alles... Wir haben auch den Aufruf von Scorpio und den anderen Agenturen mit unterschrieben quasi. Also wir haben sehr unterschiedliches Feedback dazu bekommen. Mehrheitlich muss man sagen, hat sich das bestätigt, dass unsere Fans auch unseren moralischen Kompass teilen und auch Bock auf Bund haben. Aber es haben sich viele Impfverweigerer, Querdenker, QAnon, Rechtsaußen-Menschen dann unter den Beitrag verirrt, die dann halt auch richtig Stimmung gemacht haben von wegen, ja, wir lassen nur noch Geimpfte rein und Gates und halt die jüdische Weltverschwörung und bla 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 bla. Ja, wir Geimpften haben ja jetzt auch alle Chips im Blut. Ja, das ist ja halt das Traurige. Also ich habe halt auch tatsächlich auch, ich kann, das ist ja eine anderer Podcast, da können wir ja 2 Stunden drüber diskutieren. Gerne. Ich kann euch auf jeden Fall, dass ich das auch alles verstehe mit dem, dass Leute Angst haben und dass die Angst auch verschiedene Mechanismen in Leuten loslöst. Ich habe am Anfang der Pandemie auch eine körperliche Unfreiheit verspürt, weil ich, wie gesagt, aus einem anderen System geflohen bin in die Bundesrepublik Deutschland, nach West-Berlin, in die Demokratie. Und ich habe gedacht, scheiße, jetzt werden die Leute eingesperrt. Ich habe mich richtig, richtig, richtig schlecht gefühlt. Ich hab richtigen Hals darauf gekriegt. Ich war auch am Anfang sehr, sehr skeptisch. Habe auch einen Shitstorm dahingehend losgetreten, übrigens auch auf Twitter. So viel zu unserer Twitter-Nutzung. Aber niemals würde ich mich mit Leuten, die an so eine Harry Potter verschwurbelte Kacke glauben, würde ich mich niemals mit denen in eine Reihe stellen und sagen, ja, natürlich Bill Gates und natürlich Pharmaindustrie und natürlich sind es die Juden und so.
Das sind für mich völlig, also zwei Paar verschiedene Schuhe, Corona-Maßnahmen kritisieren und das alles mit so Verschwörungstheorien und antisemitischen Ressentiments unter einen Hut zu bringen, das würde ich niemals machen. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir so entschieden haben. Und für mich ist es auch nochmal auch eine ganz andere Herausforderung, weil wir haben noch nie in so einer großen Location gespielt in Hamburg. Und wir appellieren auf jeden Fall an die Fans, dass sie alle noch ihre ganzen Familienmitglieder mitbringen sollen, damit wir das ausverkaufen. Wenn wir dabei helfen können, würden wir es tun. So groß ist der Verein leider noch nicht. Aber ich wollte tatsächlich was sagen. Also ich bin ja erstaunt. Ne? Letztendlich hast du vollkommen mir wieder mal aus der Seele gesprochen, weil nämlich Maßnahmen kritisieren finde ich nicht verkehrt, wenn es denn so sein sollte. Man muss nicht alles nur so hinnehmen, dass sich ein, aber die Querdenkerinnen, muss man ja auch sagen, und diese ganzen Verschwörerinnen haben natürlich auch diese demokratische Basis, die ihr sozusagen ja auch lebt innerhalb eurer Band, uns ja weggenommen, weil sie durch diese Verschwörungstheorien natürlich keine Diskussion entfacht haben, sondern jede Diskussionsgrundlage eigentlich wir vergessen konnten. Und das Schlimme ist ja, ich habe nur eine Anekdote von einer Masseurin, die von einer Patientin, die bei der Masseurin war, auch sehr cool, wie weit das schon gediegen ist, diese Verschwörungstheorien. Und der, ich sag mal so, den Betreiber vom Docs und Freiheit kenne ich auch als Esoteriker. Durfte den ja mal kennenlernen. Es ist kein Wunder, dass die so Hardliner sind, das auch geil finden. Aber ich habe zum Beispiel die Verschwörungstheorien, da musste ich mir wirklich an den Kopf fassen. Und zwar habe ich von einer Freundin gehört, die war bei der Masseurin und hat dann gesagt, ja Mensch, hat die Masseurin gefragt, hast du dich denn schon impfen lassen? Und hat sie gesagt, nee, aber ich warte jetzt auf die zweite Impfung, ich bin noch nicht fertig. Und da hat die gesagt, lass das sein. Am 28.08., also in 2 Wochen etwa, werden alle Geimpften sterben. So, das sind Menschen, die glauben daran, die behandeln Menschen und verteilen das so. Ja, das Problem ist nicht, dass sie das glauben, ja, sondern dass sie daran festhalten, auch wenn sie offensichtlich widerlegt werden. Also am 29.08. wird keiner dann irgendwie von dem Glauben abkehren, sondern die werden dann halt irgendwie einen anderen Glauben finden. Das ist das Problem an der Sache. Ja. Gestern habe ich kurz was gesehen, was mich auch sehr erschrocken hat, aber auch so ein bisschen das Zeugnis. Und das war der Auftritt von Nena. Ich habe mir das nicht angeguckt. Ja. Ey, sie war gestern bei uns im Camp von Querdenker. Und es ist wirklich, also ich stehe da und frage mich, wir haben diese Frau mal kennengelernt, auch als Culture. Und ich kann mich erinnern, sie kam und meinte, ihre Kinder finden uns toll und wie gut, was wir machen und allem. Und dann gestern sie so zu sehen, umrundet von diesem ganzen Tumult an komischen Leuten, ja, aber auch was sie gesagt haben und wie sie reden. Das ist so eine total herabguckende Haltung, so voll und so willkommen in der neuen Welt. Schön, dass du dich an uns angeschlossen hast, Nena. Und so wirklich, wo man so denkt, sage, Leute, was nehmen die für eine Droge? Was nehmen die? Auch, worauf sind sie denn drauf? Irgendwas sind sie drauf? Nee. Also im Endeffekt sind das ja die meisten von diesen Menschen, wie gesagt, ich unterscheide hier auch nochmal, weil nicht alle Querdenker sind stramme Nazis, obwohl sie meiner Meinung nach nicht alle Tassen im Schrank haben. Ja, aber die vermischen sich damit. Ja, genau. Und sie laufen hinterher vor allem. Das ist einfach, genau, die Trennung. Die Trennung fehlt mir da und ich glaube auch, dass es viele Menschen sind, das ist so ein Sammelbecken von verschiedenen Strömungen. Ich glaube, dass diese Menschen auch einen gemeinsamen Nenner haben und dieser gemeinsame Nenner heißt, nicht klarkommen mit der Veränderung der Welt. Ich glaube, es ist Angst. Angst ist eher der Nenner. Ja, die haben das Angst. Das ist ja das Gleiche, wenn du so willst. Die Leute kommen einfach nicht klar mit, hey, die Welt verändert sich rasant, verschiedene Gefahren lauern da draußen, die Entwicklung, die technische Entwicklung, sie verstehen gewisse Sachen nicht, sie verstehen nicht, warum man jetzt gendert, sie verstehen nicht, was Transmenschen jetzt sind und so weiter und so fort. Das sind alles so eine Sachen und ja, viele Menschen sagen ja auch, also wissen ja auch viele nicht, ne? Ken Jebsen heißt ja nicht Ken Jebsen, Ken Jebsen hat ja auch Migrationshintergrund und seine Wurzeln sind ja im Iran. Und Xavier Naidoo hat ja auch so einen Hintergrund, die sagen doch, na, aber die können doch gar nicht rechtsradikale
Verschwörungstheorien streuen, weil der hat doch dunkle Hautfarbe. Nee, das stimmt leider nicht, weil dunkle Hautfarbe oder Migrationshintergrund schützt halt leider auch nicht vor geistiger Umnachtung in diesem Fall. Und das ist halt bei diesen Personen tatsächlich leider der Fall. Jetzt haben wir die Diplomatie wieder abgelegt. Ich finde es schön. Ja, weil sie irgendeine Persönlichkeitsstörung haben. Wie gesagt, egal, ob sie wirklich davon überzeugt sind oder das einfach nur irgendein Geltungsdrang ist, den ich auch bei dem einen oder anderen vermute. Aber ja, wer es vorher nicht wusste, Xavier Naidoo ist seit Jahren schon so unterwegs und Nena ist auch schon immer sehr komisch. Ja, aber also Antisemitismus gibt es ja halt in der Tat auch in vielen Ländern, wo es auch dunkle Menschen gibt. Und man muss halt unterscheiden. Also den Rassismus, hier Rassismus gibt es ja auch unter Schwarzen, gibt es ja auch. Also das ist ein Problem in der Tat in der ganzen Welt. Ja, also wie gesagt. Aber was auf jeden Fall sehr geprägt ist unter diesen Verschwörungstheorien, ist halt immer, man landet in den Antisemitismus. Dass am Ende die bösen Juden, genau, die bösen Juden gehört alles und sie manipulieren und alles wollen sie und lala. Ich glaube, alle Minderheiten sind davon betroffen, Entschuldigung. Also ich glaube wirklich, dass man sich Minderheiten sucht, die dann schuld sind. Das ist immer so. Einer muss ja dran schuld sein. Hm. Deswegen gibt es ja auch Religionen. Einer muss ja dran schuld sein, der uns erschaffen hat. Und ich muss auch sagen, Nena habe ich auch mal kennengelernt. Die stand auf irgendeiner Gästeliste, wo ich auf Tour war. Und ich muss sagen, ich habe sie nie so als charmant kennengelernt, ehrlich gesagt. So, also auch da vor Ort. Und ich glaube, dass die so ist, wie sie jetzt ist und wie sie sich auch ausstrahlt. Sie hatte ja auch ihre Skandale mit so einer eigenen Privatschule. Das war auch total merkwürdig. Diese auch so ein bisschen eher esoterisch hier in Hamburg gegründet. Ich glaube, die kommt ja auch so ein bisschen aus dieser Ecke. Deswegen ist es vielleicht kein Wunder, dass sie solche Auftritte hinlegt und das auch alles ganz toll findet. Aber ich gebe dir recht, Matteo, wenn ich nur an Hildmann denke, Attila, ne? So der Star-Koch. Also bei dem ist es ja, also wenn man den reden hört, ist es ja ganz klar eine Persönlichkeitsstörung, ein großer Narzissmus, ein Geltungsdrang. Da glaube ich ehrlich gesagt, also weiß ich auch, ist scheißegal, was ich glaube, aber wenn ich mit denen so reden höre, denke ich, dass der noch nicht mal so wie damals, keine Ahnung, Goebbels oder wie hieß der, Göring oder so oder Adolf, dass der so ein eingefleischter, überzeugter Typ ist, der das auch wirklich mit Haut und Knochen glaubt. Ich glaube, der ist einfach nur richtig gestört in der Birne. Ich glaube auch, bei ihm ist eine Störung. Der ist irgendwie verloren und der findet es einfach geil, in der Öffentlichkeit stattzufinden. Am besten sollte man den eigentlich gar nicht beachten, glaube ich. Dann hätte sich das auch ganz schnell erledigt. Zum Glück geht das ja gerade zurück. Also ich glaube, dass es auch was geht zurück? Seine Präsenz in den Medien. Ach, seine, ja, da muss er auch. Also ich abhauen. Glaube, dadurch, dass er im Exil ist und auch noch, also so wie ich das mitbekomme, ist er trotzdem noch auf Telegram schön aktiv und haut seine Phrasen weiter raus. Aber ich glaube, die Plattform, die ihm gegeben wurde, hat ihn auch immer weiter dazu angestachelt, noch extremer, noch lauter, noch präsenter zu sein. Manchmal ist das Fluch und Segen. Also man muss natürlich darauf aufmerksam machen, auf diese Leute, aber... Also ihr müsst eure Kinder halt öfter in den Arm nehmen. Das passiert halt, wenn man seine Kinder nicht liebt, Alter. Da hast du recht, Matteo. Aber weißt du, das Gefährliche ist ja auch, und das haben wir auch bei unseren Nazis seit Jahrzehnten und bei der AfD und bei allen, dadurch, dass man sie natürlich für verrückt erklärt, werden sie umso gefährlicher, weil die haben ja inzwischen auch schon eine große Gefolgschaft, wenn ich das mal sagen darf. Ne? Also das haben wir jetzt auch gerade im Zusammenhang mit Sweet Carl, das ist ein Kinofilm, der kommt am 16.09., da hatten wir hier auch einen Podcast mit dem Regisseur und so festgestellt, dass die Gefahr ja immer besteht, dass wir solche Gefahrenquellen, sei es Xavier Naidoo, der wahrscheinlich sein Leben lang gekifft hat und sich das Hirn weggekifft hat, Entschuldigung, ich sagte jetzt mal so böse, sich zum Reichsbürger mutieren. Vielleicht auch eher weggeguckt. Beides meinetwegen auch. Was weiß ich, was der für Drogen genommen hat. Aber auch der war nie so eine Person, wo du dachtest, hey, der ist charmant oder nett. Und aber was natürlich gefährlich ist, da warne ich jetzt als Laut gegen Nazis Mann, also nicht, weil ihr das jetzt so von euch gebt, ich bin ja eurer Auffassung, dass die, also auch Matthäus, dass die ja irgendwie auch einen Knall haben. Aber das Problem ist halt, dass die unheimlich viel bewegen. Und wenn ich mir überlege, 30.000
Vollpfosten, in Berlin vom Reichstag stehen, ein paar Nazis versuchen, den Reichstag zu stürmen, das wird dann belächelt. Und das ist halt echt schwierig, weil das sind Angriffe auf die Demokratie. Und die scheinen ihre Kinder wirklich nicht zu kuscheln, denn wenn ich mir überlege, so Querdenkerinnen, die vermischt mit der rechtsextremistischen Szene, die daraus natürlich auch ihren Profit zieht sozusagen, diese große Demonstration haben die mit Kindern geschützt. Also die haben ja die Kinder davor gestellt. Das ist denn schon eine gewisse Perversion. Und deswegen, alles, was du gesagt hast, Matteo, alles, was ihr gesagt habt, ne, alles richtig. Aber ich sehe das, auch ist, so. Das ist ja also, nichts Neues, dass die Faschisten oder dass die Nazis sich immer nur in Gruppe stark fühlen. Ich meine, das ist ganz oft so, dass sie alleine ganz klein sind und erst, wenn sie zusammen sind, dann brausen sie auf und fühlen sich ganz stark. Außer Höcke. Der ist wirklich überzeugt, glaube ich. Ja. Der ist übrigens, das ist ein gutes Beispiel. Der ist, glaube ich, richtig mit Haut und Knochen. Also der. Überzeugungstäter. Der erinnert mich total an Heinrich Himmler. Nee, mich an Goebbels, der hat ja auch seine Reden, ich habe mal so eine Rede in Thüringen gesehen, da hat er auf so einem Wagen gestanden und hat diese Leute begeistert und er hat wirklich die gleiche Gestik wie der Propagandaminister Goebbels und ich habe den Eindruck gehabt und nicht nur ich, gab auch so Bilder in der Zeit, so ganz witzig, dass er die wirklich geübt hat. Diese Gesten. So nebeneinander gestellte Bilder, meinst du? Wie bitte? So nebeneinander gestellte Bilder. Ja, die habe ich auch gepostet, damals auch veröffentlicht auf unserem Blog, weil ich einfach gesagt habe, guckt euch das an. Und ich glaube einfach, das ist gewollt. Das ist zum Beispiel ein intelligenter Nazi. Und das, darauf wollte ich hinaus. Wir haben ganz viele intelligente Menschenverächter, Nazis und Rechtsextremisten, auch so. Ne? Also das muss man einfach... Ich komm wieder zurück an das, was ich vorhin meinte, dass in Europa, in der Tat, das ist nicht nur in Deutschland so, sondern in Frankreich genauso, in England, gibt es Menschen, die davon überzeugt sind, dass sie was Besseres sind, dass sie eine Stufe Aria sind und da unten sind alles Untermenschen. Ist ja auch das System. Das ist das System und das ist zum Teil auch unsere schulische Erziehung, wie die Kinder unterschwellig Sachen beigebracht werden, als würden wir hier in Deutschland wirklich was Besseres sein als woanders. Mhm. Es werden Kulturen falsch dargestellt. Es kann nicht sein, ich komme aus Kolumbien, es wird immer noch gesagt, die Menschen da, die Ureinwohner heißen Indianer. Die heißen nicht Indianer. Das sind Völker und die haben Namen. Mhm. Es gibt Kogis, es gibt verschiedene Arten, die eigentlich einfach dargestellt werden als Wilde. Ja, es gibt immer noch Kinder, ich habe ein kleines Kind, Ich hole mir ja manchmal Bücher, ältere Bücher, und da liest du manchmal Sachen, wo du sagst, es kann nicht wahr sein, was hier wirklich beigebracht wurde. Hm. Also mittlerweile passen die auf, aber diese Sachen sind immer noch in Umlauf. Ja, klar. Und das ist unterschwelliges Beibringen, den Menschen irgendwie einzureden oder die Kids, die sind was Besseres. Sind was Besseres als andere. Das ist ja das System der Nazis so und so auch damals schon gewesen, das ist die ideologische, das ist deren Manifest quasi, den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie zur Elite gehören. Das schweißt auf eine gewisse Art und Weise auch zusammen, um Macht auszuüben und andere zu unterdrücken. Das können die Europäer, super. Genau, hier werden Menschen zum Beispiel, nur weil sie manchmal Deutsch Fehler machen, habe ich ja selbst erlebt, gleich als dumm abgestempelt, nur weil sie die Sprache nicht perfekt beherrschen. Und wenn du dir das andersrum anguckst, wie die Deutsche im Ausland sprechen, ja, und trotzdem stellen sie sich da, als wären sie die Größten. Und das ist eine Sache, die ich persönlich mit meinem Deutsch, mittlerweile spreche ich besser, öfter erlebt habe, dass wenn du einen Fehler machst, du wirst ihn gleich in alle Richtungen als dumm abgestempelt. Nur weil du den Artikel falsch gesagt hast oder das falsch, dann bist du gleich dumm. Oder dann hast du keine Berechtigung mehr, da zu reden, weil du schlecht geredet hast. Da fällt mir auch noch was ein. Ich bin neulich nach Frankreich gefahren, 2 Wochen, und dann habe ich viele Leute so getroffen, Deutsche, die haben gesagt, die mögen uns so und so nicht. Also das ist total, die haben voll die Vorbehalte gegen Deutsche, gegen Engländer, die mögen euch nicht. Wenn du da hinkommst, die sind so unfreundlich. Ich war, glaube ich, 30, 40 Mal in Frankreich. Ich habe noch nie erlebt, wenn ich versucht habe, wenn ich nur Brocken Französisch spreche und sage so, bonjour madame, ne, pas de problème, so, dann, und ich kann kein Französisch verstehen, die Antworten habe ich gar nicht verstanden, aber die haben geholfen, die waren fast immer freundlich, das ist überall so. Und das ist nämlich der Punkt, wir hatten mal eine alte Französin, das ist schon lange her, ich bin ja älter als sie, so, da waren wir in der Normandie, da war das noch zeitnah, da wo die Invasion war, wo die Deutschen gehaust haben. Und da habe ich eine alte französische Dame getroffen und die hat dann gesagt so, die sprach auch Deutsch, ne? Sie hat gesagt so, was sie immer noch schlimm findet, wenn die Deutschen in Urlaub fahren,
Die bestellen ihren Kaffee auf Deutsch. Die sagen guten Tag, die sagen nicht Bonjour. Und insofern gebe ich dir recht. Und ich finde das sehr gruselig so. Also das ist so diese Vorurteile. Wir sind auch so ein vorurteilbehaftetes Volk, glaube ich. Und ich glaube auch, das ist der Grund, warum diese Querdenkerinnen überhaupt möglich sind, warum Mitläufer möglich sind. Aber jetzt habe ich genug geredet. So. Jungs, ich habe gesehen, es gab auch ein Statement von den Besitzern Große Freiheit und Docs, den Betreiber so rum, von den Betreibern Große Freiheit und Docs, wo in gewisser Weise sich gerechtfertigt wurde für diese Phrasen, die da an den Clubwänden hingen. Habt ihr das gesehen? Was habt ihr darüber so gedacht? Was sagt ihr dazu? Ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist. Ich habe nur einen Post gesehen, wo die uns sozusagen zitiert haben und versucht haben, uns wieder für ihre Zwecke zu missbrauchen. Ach so, nee, das meinte ich nicht, aber das habe ich auch gesehen. Das war auch, ja. Nee, Rechtfertigung habe ich nicht mehr mitbekommen. Ich habe ehrlich gesagt mit dem Thema auch abgeschlossen, weil unser Konzert ja in der Edel Optics Arena stattfindet. Und also klärt mich gerne auf, ich habe mich damit nicht mehr beantwortet. Ich habe was gesehen, so ein Fernsehbeitrag, da ging es darum, dass die quasi um Schadensbegrenzung irgendwie anzustreben, haben die sich nicht irgendwie distanziert von ihren eigenen, sondern die haben, glaube ich, einen neuen Pressesprecher engagiert, kann es sein? Also so habe ich das irgendwie verstanden, diesen Fernsehbericht. Und der hat halt versucht, in gemäßigten Tönen, aber trotzdem inhaltsgleich immer noch sozusagen daran festzuhalten und es zu verteidigen, deren Haltung sozusagen. Und da habe ich dann ehrlich gesagt irgendwann auch gesagt, okay, nee, so nicht, Freunde, da habe ich das dann auch nicht mehr weiterverfolgt. Ja, das Kapitel habt ihr dann einfach abgeschlossen. Es ist auch mehr, also es war, wie gesagt, mehr eine Rechtfertigung, wie du es gerade erwähnt hast, dass sie nicht davon abgerückt sind per se, sondern eigentlich das damit versucht haben zu untermauern, dass es ja demokratiefeindlich wäre, andere Ansichten und Meinungen per se abzubügeln und nicht zuzulassen. Aber ihr habt das ja gerade eben sehr gut geschildert, dass es darum nicht ging, sondern eigentlich einfach um diese Grenze, die wir ziehen müssen und die wir auch ziehen und immer versuchen zu ziehen mit unseren Gästinnen im Podcast bei Antisemitismus, bei Rassismus, bei Rechtsextremismus, weil irgendwo muss es diese Grenze eben geben. Absolut. Und das ist ehrlich gesagt auch so ein, also es könnte an sich eigentlich ein Wunderpunkt sein für uns, weil das war ehrlich gesagt auch der Kern in unserer bandinternen Kommunikation und unserer Diskussion, wie man mit dem Thema umgeht, weil wir tatsächlich auch als überzeugte Demokraten davon überzeugt sind, dass auch abwegige meinetwegen oder Außenseiterpositionen eine Berechtigung haben und auch gehört werden sollen und die sich auch Leute nicht irgendwie ängstigen sollen, ihre Meinung zu äußern. So. Aber wie gesagt, was dem vorgeschaltet sein muss, ist halt eine Leitplank oder so eine Einfassung in Sachen wie Distanzierung von Rassismus, von Antisemitismus und so weiter. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist leider auch dieses Meinungsäußern in dem Fall hinfällig, weil Rassismus, wie auch schon oft gesagt, ist keine Meinung, sondern es ist ein Verbrechen und es gehört sozusagen geahndet, es muss sozusagen aufs Schärfste verurteilt werden und da haben wir uns quasi drauf besonnen und letztendlich da diesen Schritt beschlossen. Aber dieses demokratische Element der freien Meinungsäußerung ist natürlich ein extrem hohes Gut und das darf man auch nicht so leichtfertig hergeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist sehr spannend. Ich muss nur ganz kurz einhaken, weil apropos Meinungsäußerung, wir hatten es vorhin angesprochen mit Social Media, mit Tweets und Posts und genau das ist ja auch was, wofür ihr irgendwie euch laut macht, weil ihr auch schon den einen oder anderen, mag man es Shitstorm nennen oder den einen oder anderen Gegenwind, digitalen Gegenwind erhalten habt auf Statements von euch oder ja auf andere, ich nenne sie mal Aktionen, die ihr nicht so habt stehen lassen, wo ihr einfach eure Meinung zugeteilt habt, was viele anders gesehen haben. Hashtag alles dicht machen, falls ihr euch erinnert. Finde ich aber sehr, sehr gut und sehr spannend, dass ihr trotzdem auch sagt, auch hier muss irgendwo eine Grenze sein, dass nicht alles immer sofort gecancelt werden darf, nicht immer sofort der Riesenshitstorm entstehen darf, wenn da gewisse Meinungen gepostet werden. Also ich finde, ehrlich gesagt, Cancel Culture auch richtig anstrengend. Ich sage euch auch, warum. Es ist völlig in Ordnung, dass wir einen Prozess anstoßen mit gewissen Sachen, die wir offen in der breiten Gesellschaft besprechen. Wie zum Beispiel Gendern oder wie zum Beispiel LGBTQ+ und so weiter und so fort. Alles, you name it, also quasi alle vermeintlich aufgeladenen Themen, ja, für die breite Masse.
Ich finde es wichtig, dass darüber gesprochen wird. Deswegen zum Beispiel war ich auch großer Verfechter von dem Support von Black Lives Matter, wo viele Leute gesagt haben, ja, aber was geht uns das denn an? Das ist doch ein amerikanisches Problem. Ich war super enttäuscht, dass wirklich keiner von den bekannten Rappern in Deutschland, die alle Migrationshintergrund haben, die alle Geld verdienen, richtig ordentlich Geld verdienen, mit der Musik, die von Schwarzen aus Amerika kommt, dass sich keiner von diesen Typen zu positioniert hat. Keiner von denen hat gesagt, und ich spreche jetzt wirklich von der Deutsch-Rap-Elite, die halt wirklich alle Millionen verdienen. Keiner hat sich dazu positioniert, weil die Angst hatten, irgendwelche Hörer zu verlieren. So etwas ist für mich auch wichtig, weil es gibt doch in Deutschland institutionalisierten Rassismus. Es gibt Rassismus in der Polizei, es gibt Rassismus in den Streitkräften. Es gibt auch Rassismus im Rap und ganz viel in den deutschen Rap leider gibt es auch. Sicher. Was ich meine ist, lange Rede, kurzer Sinn, ich finde gut, dass Sachen angestoßen werden, Diskussionen angestoßen werden und dass man über Sachen offen redet. Aber, und jetzt kommt das große Aber, warum ich Cancel Culture nicht mag, es kommt darauf an, wie man es macht. Weil man möchte doch auch die Leute, die sozusagen nicht per se dagegen sind, aber vielleicht irgendwie auch sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben oder einfach für die es einfach noch nicht so gang und gäbe ist, die anders aufgewachsen, man möchte die doch mitnehmen, man will die doch überzeugen. Und jetzt komme ich zu diesem Beispiel, alles dicht machen, Hashtag alles dicht machen. Quasi sich an Leuten zu reiben und Leute zu bashen, die eigentlich also gute Typen sind, wie zum Beispiel der Jan-Josef Liefers, der Gutes macht, tut für Menschen, den wir auch kennen aus gemeinsamen Charity-Projekten, die wir für die, wie zum Beispiel, One.org zum Beispiel. One.org, etc., die sich einfach für gute Dinge, für Menschen, denen es nicht so gut geht, einsetzen, dass man die dann halt auch einfach so wegcancelt und in eine Ecke stellt mit halt menschenfeindlichen Elementen, das finde ich nicht okay. Und da geht es für mich auch zu weit, weil es ist richtig, dass man Sachen anstößt, Diskussionen anstößt, wie zum Beispiel Feminismus, Gleichberechtigung und so weiter und so fort. All diese Sachen sind mega wichtig. Und wie gesagt, ich halte da auch kein Blatt vom Mund, so persönlich. Aber man muss immer aufpassen, dass man halt auch die Unentschlossenen, sage ich mal, oder die Nichtwähler, dass man die auch mitnimmt. Und da ist das große Wie auf jeden Fall entscheidend. Ich glaube, bei dem Hashtag alles dicht machen hatten die auch ein bisschen Pech. Es war eine Situation, wo es so nervös ist. Und ich habe so den Eindruck gehabt, der eine oder andere hat ja wirklich versucht, das satirisch zu machen. Sollte eher so eine Satire werden, also um vielleicht auch aufmerksam zu machen. Und ich glaube, wir wissen ja alle bei Corona, wenn man dann eben halt versucht, irgendwie Stellung zu beziehen, war das auch immer schwierig, wenn du es kritisiert hast. Und die sind genau natürlich in dieses Loch reingefahren. Ja, deswegen, aber man muss sagen, im Nachhinein haben sich einige dieser Teilnehmerinnen davon distanziert, dass ihnen aus dieser Querdenker, Verschwörungstheoretiker, rechten Szene applaudiert wurde und das dafür genutzt wurde für die eigenen Zwecke. Einige haben sich distanziert, andere sind sehr stark in diese Richtung mitgegangen und haben sich diesen Jubel auch abgeholt. Das ist aber dann genau der Unterschied. Also da gebe ich Matteo, da gebe ich dir recht. Da darf man nicht per se direkt canceln, sondern es ist dann auch die Frage, ob sich dann, also so eine Aktion kann man machen. Das ist ja in erster Linie künstlerische Freiheit auch gewesen, weil das ich eben würde so nicht mitmachen in der Situation. Ich hätte es vielleicht auch nicht gemacht, aber es ist ja die Freiheit. Und dann auch einzusehen, wenn dann Kritik von außen kommt oder zumindest sie anzunehmen und drüber nachzudenken. Und ich glaube, dass Jan-Josef Liefers zwar diese Aktion verteidigt hat, aber auch Einsicht gezeigt hat dafür, dass eben dieser Applaus von rechts, dass das nichts war, was gewollt oder gewünscht war, mit dem er sich identifiziert. Das ist einfach das grundlegend Wichtigste. Der Typ hat übrigens auch, also ohne dass ich jetzt halt irgendwie über das Leben von anderen urteilen will oder jetzt so krass Partei für andere Menschen ergreife, aber nur ganz kurz, der hat natürlich auch eine Biografie, der ist in Unfreiheit aufgewachsen, hat sich halt auch stark gegen das DDR-System engagiert.
ist auch ein absoluter Anti-Nationalsozialist. Also der hat wirklich damit überhaupt nichts zu tun. Und das ist schon ein bisschen nervig gewesen so. Und ich gebe euch auf jeden Fall auch ein anderes Beispiel. Ich habe ja kein Problem damit, persönlich zu sagen, ich bin Feminist. Ja, für mich ist das halt ganz normal. Ich bin ja auch anders aufgewachsen so. Aber da gibt es halt Leute, die jetzt bei dieser Deutsch-Rap-MeToo-Sache gesagt haben, ja, guck mal, aber das Mädchen, die macht ja Onlyfans und so, ne? Und die ist ja selbst dran schuld, wenn die sich so gibt und so. Du meinst der Vergewaltigungsvorwurf gegenüber Samra, ja. Genau, da darf man halt auch nicht per se sofort sagen, hey, du bist doch ein Idiot, du hast keine Ahnung und so weiter und so fort. Man muss den Leuten ja auch die Sachen erklären, hey, pass mal auf, was dieses Mädchen beruflich macht, mit welchen Leuten die abhängt, auf welche Partys die geht, welche Drogen die nimmt, hat und was die anzieht, hat überhaupt nichts damit zu tun, ob sie vergewaltigt wird oder nicht. Der Einzige, der schuld daran ist, sind keine Umstände, keine anderen Menschen, sondern einzig und allein der Vergewaltiger und in dem Fall der Mann. So, wenn du versuchst, den Leuten das argumentativ so nahe zu legen, dann nimmst du sie auch mit. Das heißt also, dieses per se irgendwie canceln und alle Leute abstempeln und in der Ecke schieben, ist richtig, richtig anstrengend geworden mittlerweile. Ja, das stimmt. Ja, das ist halt so eine, in der digitalen vernetzten Welt ist das halt zunehmend, weil wir immer mehr gewisse, vor allem bei Twitter, aber auch auf den anderen Plattformen, gewisse Trends haben, gewisse Themen, die dann aufploppen und sich ja verbreiten wie ein Feuer. Und genau eben dann da die Schlüsse sofort gezogen werden, dass, wie du sagst, also es, ich finde es sehr schwierig, weil ich finde, canceln ist halt, da steckt dieses Wort drin, direkt so abschreiben, die Person ist sozusagen gecancelt, die ist raus, die ist abgeschrieben. Das finde ich sehr schwierig. Ich finde es schon gut und auch richtig, dass halt der mit dem Finger auch digital halt dann drauf gezeigt wird, wenn eben sich extreme Fehltritte geleistet werden. Nicht Politiker oder Politikerinnen sind dem, glaube ich, konstant ausgesetzt, egal was sie sagen. Es wird immer diesen Gegenwind geben. Aber genauso dieses, also das zum Beispiel das war, glaube ich, sogar ein Tweet von Armin Laschet jetzt 2015, soll sich nicht wiederholen. Das ist was, wo ich... Das war eine Äußerung, die ja auch... Ja, wo viele auch Cancel Culture schreien, aber das ist halt eben, oder Shitstorm, aber da ist es dann wieder so, also das ist halt was, wo ich persönlich sage, das ist eine ganz perverse Aussage und da gibt es auch zu Recht diesen Backlash. Aber das ist auch was anderes als das, wie du es gerade geschrieben hast, Matthias. Also ich glaube, das ist so manchmal ein bisschen so ein zweischneisiges Schwert, aber... Nein, wir sind wieder an dieser Grenze, wo wir sagen können, dass schwierig. Social Media und Internet ist halt Segen und Fluch zugleich. Und ich finde ja immer noch weil ich seit Jahren das machen muss bei Facebook und Twitter und all diesem Quatsch, ich kann nur sagen, für mich ist es mehr Fluch als Segen, weil jeder seinen Shitstorm lostreten kann, egal wozu, weil jeder den anderen dissen kann, weil die Sprache sich verändert hat, weil das nur noch so irgendwie, ich habe was zu melden, ich schreibe jetzt schnell einen Kommentar, den scheiße ich mal ordentlich zusammen. Ich finde das sehr schwierig, aber da sind wir ganz unterschiedliche Generationen, das merken wir auch in der Arbeit, wenn ich dann sage, hey, im Protokoll können wir doch per Hand schreiben, kommt von da, wir haben ja auch Laptops, was soll denn Mist? Also das ist ja eine Entwicklung, die stattfindet, aber die, glaube ich, für mich manchmal sehr erschreckend ist, weil es auch viele Inhalte nicht wiedergibt. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das eine Gesellschaft oder eine Gemeinschaft oder eine Gesellschaft weltweit erstmal so richtig lernen muss oder irgendwie so trainieren muss irgendwie. Also wir reden ja von kurzen Zeiträumen. Seit wann gibt es Social Media? Seit 10 Jahre, 15 Jahre oder sowas? Und ich vermisse immer oder was mich immer stört, ist, dass Menschen so vorschnell sofort sich genötigt fühlen, Urteile zu fällen oder irgendwie Meinungen oder Bewertungen vorzunehmen und nicht erstmal so kurz drüber nachdenken. Erstens ist sowieso alles extrem verkürzt, auf Twitter irgendwie auf maximal 140 Characters, bei anderen Sachen irgendwie auf 30 Sekunden Videos oder keine Ahnung, möglichst prägnant, möglichst reißerisch. Eigentlich sind die Menschen, werden dazu erzogen, so zu operieren, wie die Boulevardmedien arbeiten eigentlich. So, ne? Man muss in Überschriften denken, man muss in irgendwelchen greifbaren, verkürzten Slogans, Statements irgendwie formulieren, damit man überhaupt Awareness irgendwie erstmal abgreift, weil das ist das Gut, um das alles geht, sich dreht. Ne? Du musst halt immer irgendwie Aufmerksamkeit generieren, erzeugen und da ist halt in diesen großen, schwierigen Fragen, die wir uns zweifelsohne gegenüberstehen als Gesellschaft,
dafür ist es eigentlich ungeeignet, so finde ich. Und Leute neigen zu, einfach sich schnell in einer Emotion heraus auf irgendeine Seite zu schlagen und das dann vehement zu verteidigen. Und also ich glaube, das braucht noch vermutlich einen Prozess, bis das irgendwie alle erstmal lernen, so den Umgang mit diesen Medienformen und mit diesen Dings. Weil ich glaube, wir sind nicht schnell genug nachgewachsen als Menschen. Die Digitalisierung findet tagtäglich statt und schreitet voran. Aber ich glaube, wir kommen als Mensch gar nicht schnell genug hinterher manchmal, glaube ich. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem. Da bin ich voll bei dir, Chino. Ja, das stimmt schon. Vor allen Dingen gab es ja vor ein paar Jahren, und das ist immer noch nicht viel weiter, zum Beispiel Hamburg oder auch bundesweit, die Kultusministerien für Schulen. Da gab es ganz viele Forderungen. Übrigens, damals haben wir das auch mit Lauking Nazis und der Amadeus-Antonius-Stiftung aufgrund dieser ganzen Hassgeschichten, die da entstanden sind, auch mitgefordert. Das ist schon lange her, dass man Medienkompetenz an Schulen vermittelt. Jetzt kommt aber die Krux. Die Schülerinnen und Schüler sind schlauer als wir und die sind da voll mit drin. Und jetzt findet man eine Lehrkraft, die dem beibringt, wie Medienkompetenz im Internet funktioniert. Das ist halt schwierig. Ja. Na, wie sondiere ich Nachrichten? Wie bewerte ich Kommentare? Wie bewerte ich Hass im Netz? Aber es ist eine ganz wichtige Kompetenz. Und solange das nicht da ist, muss ich leider sagen, ist es für mich auch eher mehr Fluch. Und das ist meine letzte Frage, die ich an euch so stelle. Wenn ihr die Wahl betrachtet, unabhängig davon, was Matteo jetzt vorhin schon gesagt hat, dass man überhaupt nicht mehr weiß, was man machen soll, was befürchtet ihr? Was befürchtet ihr, was am 26.09.2021 Uhr um 18 Uhr passiert? Also, wenn die erste Hochrechnung kommt. Du hast ja ein bisschen ja schon fast so die Antwort vorweggenommen, dass wir auf jeden Fall alle davon ausgehen, dass es was ganz Schlimmes passiert. Habe ich jetzt quasi nur die eine Option, das zu denken? Du hast eine Option, du hast alle Optionen. Du bist, hey, wir leben in der Demokratie. Ja? Nein, du darfst gerne sagen, was du dir wünschst, was passiert, oder? Ja, also ich bin ein gnadenloser Optimist und ich glaube auch nach wie vor an das Gute im Menschen und auch wenn es bewegte Zeiten sind und viele nicht genau wissen, wohin und was, glaube ich trotzdem, dass die Leute immer noch vernünftig sein werden und dass ich auch wenn es immer noch viele Dinge gibt, die, wie gesagt, die Nazis sind nicht ausgestorben, aber ich glaube trotzdem, dass alles am Ende des Tages in eine gute Richtung sich entwickelt. Und so betrachte ich auch diese Wahl. Es sind halt schwierige Zeiten. Angie ist weg. So, natürlich bringt es Unstabilität und keiner weiß genau, wie es weitergeht. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir auch ans Gute glauben und auch daran vertrauen, dass es sich ergeben wird und dass diese Probleme lösbar sind. Und wenn wir das tun, dann brauchen wir auch nicht Angst zu haben und dann brauchen wir auch nicht nach rechts zu tendieren. Sondern wir sollten einfach versuchen, die Leute so positiv zur Besinnung zu bringen, dass sie sagen, ey, es ist jetzt kein Grund zur Panik und wir werden auch jetzt nicht alle sterben, sondern es wird weitergehen, also bleibt cool und wählt das Richtige. Ich glaube auf jeden Fall an die Leute da draußen, dass sie das tun werden, egal wie viel Schwabbler und Schwubbler und was weiß ich. Schwabbler. Jetzt da rein, versucht reinzugrätschen. Ich glaube, wir werden das schon alles schon hinkriegen. Der Nächste, bitte! Ich finde das spannend. Wenn ich kurz sage, also klar, wir werden auf jeden Fall neues politisches Personal, also zum Teil oder das größte Teil haben, zumindest an der Spitze wird es auf jeden Fall jemand Neues geben. Ich hoffe, dass damit einher auch eine neue Politik vielleicht anfangen kann. Ich weiß nicht, wer das dann irgendwie dafür dann verantwortlich zeichnet, aber ja, haben auf jeden Fall einen ganzen Strauß voll Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen. Und dafür wünsche ich mir einfach eine Politik, die diese Herausforderungen nicht nur sieht und ernst nimmt, sondern auch wirklich was in die Hand, wirklich was tut und nicht einfach nur Reden schwingt, sondern die wirklich was machen. Also ich bin da auch bei John mit dem Optimismus, aber also ein kleiner Teil von mir ist auch zögerlich und hat Angst, dass jetzt irgendwie, obwohl Wechselstimmung, obwohl irgendwie alle darüber reden, dass wir am Ende trotzdem immer wieder das gleiche Ergebnis irgendwie einfahren, fänd ich ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Aber was das Allerwichtigste ist, was sozusagen da drüber steht, ist meiner Meinung nach, ist, dass möglichst wenig Stimmen, und das muss ein Ziel sein, möglichst wenig Stimmen an die Menschenfeinde gehen. Also es gibt da einige Parteien, die offensichtlich sowas auch im Programm stehen haben. Es gibt auf jeden Fall auch einige, die an Popularität in den letzten Jahren immer wieder gewonnen hatten. Ich hoffe, es ist jetzt gerade so ein bisschen auf dem Absteigen. Ich hoffe, dass es sich nicht irgendwie nochmal dreht. Also mir wäre es wichtig und am schönsten fände ich es, wenn halt keine Menschenfeinde die 5%-Hürde erklimmen. Mein Wunschdenken ist natürlich, dass die Welt grüner denkt.
Und somit wäre für meinen Wunsch, ja, wenn die Grünen natürlich die Politik übernehmen. Aber leider befürchte ich das Gegenteil. Ich befürchte leider durch die Situation und die Entwicklung in Europa vor allem, weil Deutschland ist ja nicht nur Deutschland, sondern wir sind Europa. Und in Frankreich ist die Sache sehr ähnlich, das ist sehr übel. Die Rechte gewinnt immer mehr an Zuspruch. Und ich finde, die Politiker, die gerade sozusagen was ändern können oder zeigen können, dass es anders ist. Ja, die Bevölkerung mehr Vertrauen schenken, die haben eine massive Fehler gemacht. Und es passieren jeden Tag mehr. Ja, das mit Afghanistan gestern, das sind Fehler, die mehr Angst schoren. Und das wird die Rechte nutzen, um sozusagen sich mehr abzuschotten von der Welt. Und ich befürchte leider, dass die AfD mehr Zuspruch gewinnen wird. Und ich finde, man muss das, was wir hier machen, laut gegen Nazis, das muss intensiver passieren. Und da leider sage ich, das passiert zu wenig. Man hört viel zu wenig darüber. Das kehrt alles unter den Teppich. Wir reden jetzt drüber. Aber in den Kreisen, ich wünsche mir mehr Aufklärung, mehr gegen Rassismus, mehr gegen Antisemitismus und auch man muss knallhart vorgehen. Das heißt auch wirklich bestrafen, weil vor allem die Meinung der Kids wird gebildet dadurch auch, unterschwellig. Das fehlt nur noch Matteo. Ich glaube tatsächlich, dass eine Koalition aus drei Parteien möglich ist. Ich glaube, also ich hoffe, dass die große Koalition nicht fortbesteht. Ich sag mal, was ich mir wünsche und was vielleicht eintreten könnte, ist eine Jamaika-Koalition, was ich persönlich als interessant fände. Ich finde es tatsächlich nicht, ich sehe das gar nicht so, dass die dann nicht handlungsfähig sind, sondern ganz im Gegenteil. Ich sehe dann, dass vielleicht gewisse Herausforderungen besser angegangen werden können. Ich sag mal, bei zwei von den Parteien in einer Jamaika-Koalition fühle ich mich gut aufgehoben. Und es ist nicht die CDU. Du meinst Herrn Laschet. Sehr schlau. Ich habe auf jeden Fall, ein liberales, wirtschaftsdenkendes Herz in mir und auch ein grünes, umweltfreundliches, menschenfreundliches, generationsübergreifendes Herz, das in meiner Brust schlägt. Also die Mischung von beiden fände ich gut. Ich würde mich freuen, wenn es nicht so weitergeht. Und eine Sache noch, ich bin fest davon überzeugt, dass die menschenfeindlichen Parteien, allen voran die AfD, nicht so gut abschneiden werden, wie wir es befürchten. Da bin ich von überzeugt. Ich glaube, dass wir alle noch Angela Merkel tatsächlich ein bisschen vermissen werden. Wir haben auch nur eine Chance, vielleicht können wir alle im Chor das dann nochmal den Hörerinnen mitgeben. Wir haben nur eine Chance, bevor Mia auch nochmal Tschüss sagt, wenn nämlich alle wählen gehen. Je mehr Nichtwähler, desto stärker wird die Rechte. Deswegen müssen wir jetzt nochmal, glaube ich, alle sagen, geht wählen. Absolut. Wählen gehen ist auf jeden Fall viel, viel besser als nicht wählen gehen. Definitiv, bitte, bitte macht euer Kreuz. Also nicht wählen aus Verzweiflung ist keine Lösung. Ich sag schon mal als erster Tschüss. Ey, ich bin begeistert, wie immer, mit euch zu tun gehabt. Und ich freue mich riesig, dass ihr hoffentlich auch bei uns ein bisschen immer noch am Ball bleibt. Und vielleicht machen wir tatsächlich einen Podcast mit Einzelthemen. Weil ich möchte an dem demokratischen System von Culture Candela ab und zu mit teilnehmen, weil ich finde es genial. Ja, lasst uns mal ein Mäuschen spielen bei euren politischen Debatten und dabei sitzen. Nein, mir, das wollt ihr nicht. Doch, haben wir doch gerade gemacht. Also, nein, super. Wenn das war sehr gesittet, das war gesittet. Das geht auch an. Ihr habt keine Ahnung. Wir wollen es hören, wenn ihr euch anschreit. Also Jungs, vielen, vielen Dank, dass ihr alle vier da wart. Es war sehr cool, auch wenn wir sechs Leute waren, kam, glaube ich, jeder einigermaßen zu Wort und ihr habt richtig cool eure politischen Statements rausgehauen. Wir sind begeistert und freuen uns, dass ihr immer noch Unterstützer von uns seid und hoffentlich bleibt. Vielen Dank. Und die 15 Jahre, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Und in der nächsten Woche begrüßen wir die Moderatoren des Podcasts Astra Colada und unsere Vereinsfreundin Christine von Alpakas gegen Nazis. Dieser Podcast ist eine Produktion von Laut gegen Nazis e.V. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen darauf, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Technische Produktion und Leitung Theo Wiechmann. Visuelle Aufnahmen Aufmacher TV. Moderation
Jon Menge und Mia Holland. Webdesign Sebastian Mietzner, Logodesign Shelley Meyer. Dieser Podcast wird präsentiert von der Frankfurter Brauunion mit ihrem Bier Buntes. Aufgenommen mit freundlicher Unterstützung von den Elevate Studios.